Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Screw Your Mind Podcast, dein Podcast rund um das Thema Unterbewusstsein. Mein Name ist Vanessa Fritz, ich bin Hypnose-Coach und helfe Menschen dabei, mit Hilfe ihres Unterbewusstseins die Veränderung zu schaffen, die sie mit ihrem Bewusstsein gerade nicht schaffen. Und so lass uns auch heute gemeinsam wieder in die Welt des Unterbewusstseins eintauchen und mit kleinen Veränderungen ein noch glücklicheres und ein noch erfüllteres Leben erschaffen. Und zu diesem Zweck habe ich heute das Thema Geschenke. Und zwar, warum es manchmal oder sogar ziemlich oft gut ist, Zeit anstatt von physischen Geschenken zu verschenken. Sprich, Zeit mit jemandem zu verbringen, anstatt ihm zum Beispiel ein Parfum zu kaufen. Und warum das so wichtig ist und warum das einfach auch ja, so viel verändern kann im Schenken und beschenkt werden, darauf gehe ich jetzt genauer ein. Ja, wir haben jetzt Mitte Februar, noch nicht ganz, Anfang Mitte Februar. Der Valentinstag steht so quasi fast vor der Tür. Viele sind am Überlegen, was schenke ich jetzt meiner Liebsten, meinem Schatzi. Und auch Ostern und Muttertag sind nicht mehr allzu weite Entfernung, sind bei vielen schon im Kopf. Viele machen sich darüber Gedanken, auch da wieder, welche Geschenke machen Sinn und was kann ich tun. Und ja, ganz, ganz viele sind da einfach so in dem klassischen Bild, dass es irgendwie gerade auf Valentinstag oder Muttertag, auch Ostern eigentlich, meist auf Blumen oder auf Süßigkeiten hinausläuft, halt auf irgendwas, was man in der Hand halten kann. Und ja, nicht selten tatsächlich sogar, also ich habe schon teilweise wirklich verrückte Dinge gehört, die Paare sich an Valentinstag schenken. Und das geht teilweise wirklich über Parfum, über Kleidung, über ganz, ganz große Sachgeschenke hinaus. Vorab hier ist es wie immer bei mir, ich verurteile niemanden, der Spaß am Schenken hat und einfach auch gerne Sachgeschenke verschenkt. Aber ich möchte einfach so eine kleine Inspiration, so einen kleinen Impuls geben, was einfach noch möglich ist und wie es noch anders sein könnte. Und hoffe, du bist da einfach offen für. Und das denke ich tatsächlich, denn du hörst diesen Podcast. Und genau. Und so ist es halt, dass tatsächlich fast die Hälfte der Beschenkten überrascht ist, wie viele Sachen sie geschenkt bekommen, von denen sie eigentlich wissen, dass sie niemals im Leben benutzen werden. Also da kommen teilweise ja wirklich an Geschenken, jeder kennt das, glaube ich, so, wo man denkt, danke, das habe ich mir schon immer gewünscht. Und der Großteil ist dann halt so, dass er einfach nicht sagt, dass es ihm nicht gefällt, weil er möchte die Gefühle von dem anderen vielleicht nicht verletzen oder undankbar wirken. So, das ist ja manchmal so dieses du weißt, der andere hat sich so viel Mühe gegeben und so viel Gedanken gemacht und trotzdem an deinem Geschmack vorbeigeschenkt. Das kann einfach passieren, wir sind einfach alle menschlich. Und dann möchtest du natürlich einfach auch dem, ja, nicht die Freude am Schenken vermasseln sozusagen. Oder wie ich eben schon sagte, einfach undankbar wirken, so nach dem Motto, na toll, hat sie jetzt was Besseres erwartet oder er. Und das spielt bei ganz, ganz vielen Beschenken tatsächlich eine große Rolle, um das einfach nochmal umzudrehen, weil wir kennen ja beide Seiten, jeder kennt ja beide Seiten, sowohl das Schenken als das Beschenkt werden und da einfach mal auf beide zu gucken. Und es erhöht einfach unterbewusst den Druck, wenn jemand etwas schenkt, also der Schenker, der hat so viel Druck in sich, dass er denkt, ich habe so viel Geld jetzt ausgegeben, also muss der andere doch eigentlich auch so viel Geld ausgegeben haben. Und dann ist natürlich die Enttäuschung, wenn das eigene Geschenk dann doch nicht gefällt, natürlich noch größer, weil man selber hat so eine Vorfreude an dem Schenken und möchte, dass der andere sich so übermäßig freut und dass man genau ins Schwarze getroffen hat. Und ja, wenn das eigene Geschenk dann doch ein bisschen mickriger ausfällt, ist das manchmal so, Und natürlich, ich unterstelle hier nie jemanden irgendwas. Am schönsten ist es natürlich immer, wenn man schenkt, ohne von dem anderen etwas zurückzuerwarten. Und wenn dann doch was kommt, ist es nur ein Bonus. Aber diese Gedanken einfach mal im Kopf zu haben, was da eigentlich im Kopf passiert, sind doch eigentlich ganz, ganz interessant. Und das gilt natürlich jetzt nicht nur für Valentinstag, Ostern, Muttertag, sondern auch für Geburtstage oder für was auch immer, wo man noch Geschenke gebrauchen kann. Da gibt es ja manchmal ganz verschiedene Anlässe. Und in diesem Zusammenhang möchte ich eine Geschichte mit dir teilen. Und die Geschichte ist nicht ganz ohne. Sie ist sehr plakativ, aber sie verdeutlicht unwahrscheinlich gut, was das ist, was ich eigentlich gerade meine. Und zwar geht es hier um eine Geschichte zwischen Vater und Sohn
Und der Sohn fragt den Papa eines Tages: Du Papa, kann ich dir mal eine Frage stellen? Und der Papa so: Ja klar, was gibt's denn? Worauf der Sohn dann wieder sagt: Papa, wie viel Geld verdienst du in einer Stunde? Und der Papa so ist müde, ist genervt und fragt sich: Was soll denn das? Wieso fragst du mich jetzt so? Was geht dich überhaupt nichts an? Und der Sohn so: Eigentlich, ich möchte es einfach nur wissen. Kannst du mir sagen, wie viel du in einer Stunde verdienst? Na gut, 50 Euro. Oh, Papa, kannst du mir 25 Euro leihen? Und der Papa denkt sich schon wieder: Also wirklich, wenn der einzige Grund ist, warum du wissen willst, wie viel ich verdiene, damit du mich um Geld anpumpen kannst, nur um irgendwie ein Spielzeug oder anderen Blödsinn zu kaufen, dann geh auf dein Zimmer und bleib da und denk darüber nach, warum du so egoistisch bist. Ich arbeite hier den ganzen Tag hart und habe einfach keinen Nerv dafür, mich mit deinem kindischen Verhalten auseinanderzusetzen. Naja, was macht der kleine Junge? Der Junge geht in sein Zimmer, schließt die Tür, ist natürlich irgendwie immer noch ein bisschen traurig, ein bisschen geplättet. Und der Vater ist natürlich so ein bisschen in seiner Wut und denkt sich: Wieso fragt er mich jetzt sowas? Was soll denn das? So habe ich ihn doch gar nicht erzogen. Und so, dann dauert es eine Stunde ungefähr, in der beide in ihren eigenen Räumen sind und so ein bisschen reflektieren. Und der Papa denkt dann nochmal so ein bisschen drüber nach. Und merkt auch so, eigentlich fragt sein Sohn ihn sehr, sehr selten um irgendwie Geld oder sowas. Und geht dann nochmal ins Kinderzimmer, fragt den Sohn, ob er schon schläft. Und der Sohn: Nein, ich bin noch wach. So, der Papa sagt dann: Also ich habe nochmal nachgedacht. Vielleicht war ich doch ein bisschen hart und es war ein langer Tag und ich habe meinen Frust an dir ausgelassen. Und hier hast du die 25 Euro, um die du mich gebeten hast. Der Junge freut sich, steht auf, lächelt und bedankt sich bei seinem Papa. Und dann packt der Junge das Geld zu dem anderen Geld, worauf der Papa wieder wütend wird und fragt: Ja, wenn du Geld hast, warum willst du denn jetzt noch mehr haben? Und dann sagt er so: Naja, ich hatte noch nicht genug Geld, aber jetzt habe ich's. Und zwar sagt er: Papa, ich habe jetzt 50 Euro. Kann ich eine Stunde deiner Zeit kaufen? Bitte komm morgen früher nach Hause. Ich würde gerne mit dir zu Abend essen. Und diese Geschichte muss immer erstmal so einen kleinen Moment sacken. Aber ich finde, sie veranschaulicht ganz genau, worum es eigentlich im Leben geht. Im Leben geht es ja eigentlich nicht darum, dass man möglichst teure Geschenke, möglichst große Geschenke, möglichst viele Geschenke dem anderen bringt, sondern das größte Geschenk, was wir jemandem machen können, ist unsere Zeit, unsere hundertprozentige Aufmerksamkeit, bei dieser Person zu sein, für diese Person da zu sein, sie wahrzunehmen. Und Geschenke in Sachform können das Ganze einfach nochmal abrunden. Aber so dieses Grundbedürfnis nach Zweisamkeit, nach Zeit, nach dem wertvollsten aller Güter, wiegt einfach nochmal so, so viel mehr. Und so ist es ja auch, dass kaum jemand sich später noch daran erinnern kann, was du irgendwann mal zu ihm gesagt hast. Und so erinnert sich aber jeder immer an das Gefühl, das er hatte, wenn er mit dir zusammen war. Wie hat er sich in dem Moment gefühlt? Und das ist ganz egal, welchen Wortsatz du gesagt hast. So. Und da ist es einfach so mega wertvoll, meiner Meinung nach, wenn wir einfach gemeinsame Erlebnisse schaffen und gemeinsame Erfahrungen schaffen und gemeinsam schöne Gefühle haben, an die wir uns jederzeit erinnern können und an die wir unser Herz erwärmen können, immer wenn wir an diesen Menschen denken. Und das kann natürlich auch bei Sachgeschenken passieren, aber gerade bei Erfahrungen, das schweißt doch einfach immer noch mal viel, viel mehr zusammen. Und ja, das dachte ich einfach, fand ich wichtig zu teilen, weil das ist eine Art und Weise, auf die ich schon lange versuche, Geschenke zu machen. Ich versuche immer weniger in Sachgeschenke zu verschenken, sondern guck einfach immer, dass man irgendwie was zusammen machen kann oder gemeinsam Zeit verbringt. Das finde ich einfach mega wertvoll. Und in diesem Zusammenhang möchte ich natürlich auch wieder ein paar Tipps mit dir teilen. Und zwar ist der erste Tipp, dass Zeit meist mehr verbindet als reine Sachgeschenke. Da bin ich ja eben schon deutlich drauf eingegangen, was Zeit mit uns macht, wie Zeit unser Band zwischen zwei Menschen, das Band zwischen zwei Menschen einfach nochmal viel, viel mehr verstärken kann und viel dicker und kräftiger werden kann, viel glänzender und leuchtender. Und genau. Und auch so ein bisschen, manchmal ist es so, dass man einfach nicht gemeinsame Zeit verschenken kann, verschenken möchte, weil das einfach sich nicht so ergibt.
Und was ich dann manchmal ganz gerne mache, ist, wenn ich merke, okay, irgendwie kriege ich da gerade nichts Gemeinsames hin oder ich möchte mal was anderes machen, dann kann man zum Beispiel auch dem anderen ein Erlebnis schenken. So habe ich zum Beispiel meinen Freund mal einen Fallschirmsprung geschenkt, weil ich wusste, er wollte das immer mal gerne machen. Ich weiß, er hätte das wahrscheinlich irgendwann mal, aber so zu dem Zeitpunkt sich einfach nicht gegönnt. Und dann habe ich gedacht, cool, wenn das sein Wunsch ist, dann erfülle ich ihm den doch liebend gerne. Und habe ihm dann einen Fallschirmsprung geschenkt. Und das Schöne an diesem Fallschirmsprung war, dass nicht nur wir beide was gemeinsam gemacht haben, sondern seine Familie dann auch noch mit dabei war. Und so hatten wir einen super netten Tag mit allem Mann und haben einfach gemeinsam die Zeit verbracht. Und klar, er hatte natürlich den Moment, wo er eingewiesen wurde, wo sie ins Flugzeug gestiegen sind und dann gesprungen sind, logischerweise. Das war so sein Moment. Und ja, so haben wir einfach den Tag zusammen genossen und dieses Ereignis zusammen mit ihm erlebt. Und wir haben auch einen mega, mega schönen Tag erschaffen, der... ja, der einfach für immer irgendwie in Erinnerung bleiben wird. So. Und das ist vielleicht manchmal nicht unbedingt sparsam als ein Sachgeschenk, weil gerade solche Erlebnisse, wo auch noch jemand anderes beteiligt ist, doch immer mal ein bisschen mehr kosten. Aber da muss man dann einfach für sich selber abwägen, wie passt das gerade, was kann ich ausgeben. Und ich glaube, ihr wisst alle, was euer Budget ist und was ihr gerne verschenken möchtet. Und auch wenn das Budget gerade mal sehr, sehr klein ist oder gar keins vorhanden ist, kann man immer noch auf so Dinge zurückgreifen, wie wirklich, wirklich Zeit zu verschenken. Also im Sinne von jemanden bekochen, gemeinsam ins Kino, ins Theater oder sowas zu gehen, oder essen zu gehen oder ein Picknick im Park zu machen. Also die Möglichkeiten, da gemeinsam Zeit zu verbringen, sind ja riesig. Ich habe damals als junges Mädchen meinen Großeltern Kochgutscheine geschenkt. War nicht die beste Idee, weil bei meinen Großeltern danach der Rauchmelder geschrillt hat, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, solche Sachen dann halt einfach gemacht. Einfach gucken, was kann ich und worüber freut sich die andere Person. Und manchmal auch wirklich zu vereinbaren, sich zu diesen Festen einfach gar nichts zu schenken und wirklich nur die Zeit miteinander zu verbringen. Also an Weihnachten zum Beispiel machen wir es jetzt das zweite Jahr schon mit der Familie, dass wir sagen, du, wir schenken uns alle gegenseitig nichts mehr. Wir möchten einfach nur gemütlich zusammen wie eine Familie sein und uns gegenseitig einfach genießen. Und das funktioniert ganz gut. Und im Grunde genommen ist das der Sinn von Weihnachten, aber es ist auch genauso viel der Sinn vom Valentinstag. Ich meine, das ist der Fest der Liebe, nicht das Fest der Geschenke. Und da ist es doch eigentlich schöner, jeden Tag quasi Valentinstag zu haben und nicht diesen einen Tag, der da von außen mal gebracht wurde, zu nutzen. Genau. Ja, im Grunde genommen, das Ganze nochmal zusammengefasst, habe ich eigentlich erzählt, dass die meisten Geschenke in Anführungszeichen überflüssig sind oder nur unnötig, auch in Anführungszeichen viel, viel Geld kosten. Ob das wirklich immer notwendig ist, das muss wirklich jeder für sich entscheiden. Ich möchte hier niemanden missionieren, ich möchte einfach nur eine Möglichkeit aufzeigen, was überhaupt so möglich ist, falls man diese Idee gerade noch nicht im Kopf hat. Und auch, dass unsere Zeit einfach so viel wertvoller ist als ein Gegenstand, den wir in der Hand halten können, weil die Zeit, die wir haben, ist einfach begrenzt. Wir haben jeder nur 24 Stunden am Tag auf begrenzte Jahre im Leben und da ist es einfach so schön, wenn man diese Zeit, die man hat, wirklich genussvoll gestaltet und mit Liebe dem anderen begegnet. Ja, das waren so meine Gedanken zum Thema Geschenke. Teil gerne, wenn du magst, deine Meinung auf dem Instagram-Post oder auf meiner Facebook-Seite. Da ist immer ein Beitrag. Ich bin immer ganz interessiert, ganz gespannt, ja, wie eure Meinungen so dazu sind, weil gerade beim Podcast hat man natürlich nicht dieses direkte Feedback und bedanke mich einfach, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, mir zuzuhören und mir dein Ohr geschenkt hast und ja, freue mich mega, wenn du die Folge jemandem empfehlst, wo du denkst, ja, das könnte für den gerade ganz interessant sein. Und ja, wir sehen uns, wir hören uns dann nächste Woche wieder in der nächsten Podcast-Folge. Und ich wünsche dir einen ganz wundervollen Morgen, Mittag, Abend, wann immer du die Folge hörst. Bis ganz bald, deine Vanessa.